Schwarze Tränen von Mephistos Nacht. Nun sitze ich im Todestrakt des staatlichen Gefängnisses von Texas und warte auf eine Hinrichtung, die nie stattfinden wird. Seit 2020 gibt es keine Hinrichtungen mehr. Geblieben sind nur die Todestrakte. Seit 59 Jahren warte ich nun schon hier. Und seit 59 Jahren geschieht nichts. Die schwarzen Tränen auf meiner Wange sind runzlig geworden. Und die alten Finger zittern, während ich dies schreibe. Fast mein ganzes Leben habe ich im Todestrakt verbracht, wartend auf etwas, von dem ich wusste, dass es nie geschehen würde. Doch der Reihe nach. Mein Name ist Elizabeth Shirley Dawn, doch er ist längst in Vergessenheit geraten. Die Wärter kennen mich nur als Gefangene Nummer 17. Und das, obwohl es nur 3 Gefangene gibt. Aber ich will nicht, dass mein Name in Vergessenheit gerät. Genauso wenig, wie ich selbst vergessen werden möchte. Deshalb schreibe ich über diese Zeit vor 60 Jahren, die meine schönste und zugleich mein Ende war. Die Zeit begann am 17. September 2010. Damals war ich 26 Jahre alt und arbeitete halbtags in einer Bank in Texas, USA. Ich war eine der jüngsten, die in dieser Bank arbeiteten, und zugleich eine der beliebtesten. Es gab viele Kunden, die sich extra bei mir anstellten, um mich dann zu einem Café einzuladen. Hätten sie mich ungeschminkt gesehen, hätten sie es sich vielleicht noch einmal überlegt. Denn ich hatte eine Tätowierung im Gesicht. 3 schwarze Tränen auf meiner linken Wange. Eine für jede geliebte Person, die ich 2001 in New York verloren hatte. Meinen Vater, meine Mutter und meine ältere Schwester. Aber niemand in der Bank sah mich ungeschminkt, denn ich verbarg die Tränen unter dickem Make-up. So auch an diesem 13. September 2010. An diesem Tag begann meine kriminelle Karriere. Ich wollte mich nicht zufrieden damit geben, mein ganzes Leben am Schalter einer Bank in Texas zu verbringen. Ich wollte selbst Geld haben. An diesem Montag vertrat ich eine Kollegin und war dadurch bis zum Abend in der Bank. Als die Bank schloss, blieb ich noch, denn als Vertretung war es an diesem Tag meine Aufgabe, zusammen mit dem Filialleiter das Geld im Tresor zu zählen. Den ganzen Tag über hatte ich, immer wenn ich für einen Kunden Geld aus dem Tresor geholt habe, kleine Mengen abgezweigt und in meine Brieftasche, meinem BH oder meinen Stiefeln versteckt. Auch abends versteckte ich noch ein paar Scheine und am Ende des Tages waren mehrere tausend Dollar zusammengekommen. Am nächsten Tag erschien ich nicht zur Arbeit. Ich hatte mich telefonisch krank gemeldet. In Wahrheit verließ ich Texas. Ich hatte Gefallen daran gefunden, Banken auszurauben. Noch in Texas kaufte ich mir einen Revolver und Munition. In Kansas ließ ich mir von einem Schneider eine Maske aus weißer Seide anfertigen, die nur die Tränen freiließ. Von nun an raubte ich wöchentlich eine Bank aus, am Ende sogar mehr. Es war wie ein Rausch und er führte mich durch die gesamten USA und auch nach Kanada. Die Maske hatte mir den Spitznamen Schwarze Träne eingebracht. Und die Polizei verfolgte mich, wohin ich auch ging. Doch ich war immer schneller als sie.
So ging das über ein halbes Jahr. Doch dann stellte mich ein Detective. Er hatte mich nach einem Überfall verfolgt und in einer Sackgasse in die Ecke getrieben. Ich wollte es nicht, doch er kam immer näher und so hob ich den Revolver und schoss. Obwohl ich bisher noch nie in meinem Leben einen Schuss abgefeuert hatte, traf ich ihn und verwundete ihn tödlich. Ich floh, indem ich über einen Müllhaufen auf die Mauer kletterte und auf der anderen Seite hinuntersprang. Dabei verstauchte ich mir den Knöchel, aber es kümmerte mich kaum. Ich war erneut in einem Rausch, doch es war kein guter, wie ich ihn nach den Überfällen hatte. Aber auch keiner, den ich nicht wieder spüren wollte. Und so zögerte ich nicht zu schießen, wenn die Polizei mir auf den Fersen war. Doch irgendwann hat jeder Höhenflug sein Ende. Der meine endete auf den Tag genau 9 Monate, nachdem er begonnen hatte. Am 13. Juni 2011 wurde ich von der Polizei gestellt und verhaftet. Ich war nach Texas zurückgekehrt und schlief nach einem erfolgreichen Überfall in einem billigen Hotel. Die Polizisten erwischten mich im Schlaf und gaben mir keine Möglichkeit, Widerstand zu leisten. Bis zu diesem Tag hatte ich 5 Menschen erschossen und über 100 Banken ausgeraubt. Der Prozess dauerte 3 Jahre. Das Urteil war eindeutig. Ich wurde zum Tode verurteilt. Am 27. November 2013 wurde ich in den Todestrakt gebracht. Bis zum Jahre 2020 wurde die Hinrichtung immer wieder verschoben, meist aus politischen Gründen. Seitdem sitze ich hier und warte auf meine Hinrichtung. Die Sonne scheint durch die vergitterten Fenster. Ich werde wohl weiterhin warten.